Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Linus, du hattest viele Angebote anderer Vereine, auch aus Deutschland. Warum hast du dich am Ende für Dynamo Dresden entschieden? Dynamo Dresden gave me a good feeling about everything from the staff to the players and how they look at football, how they want to use me. So the whole feeling about Dresden was very good. Du hast seit deiner Kindheit in deiner Heimatstadt in Norrköping gelebt und Fußball gespielt. Wie groß ist für dich der Schritt, nun nach Deutschland in die zweite Bundesliga zu Dynamo zu wechseln? I've been waiting for this chance in a long time. So I have felt ready for a very long time. So I felt now in the last 6 months that I needed to come to a new place and try something new and get a new experience. So Dynamo Dresden will be perfect. Deine Berater sind Martin Dahlin und Markus Albeck. Was haben sie dir über Deutschland erzählt? Both have been telling me that the German league is a little bit more physical than in Sweden. That you have to take place and be ready to work hard. And I think that's the most important thing, to work hard all the time and to develop. So I think it's very important to just be ready that it's going to be tough and you have to work hard. So. Welche Ziele hast du dir für deine erste Saison in Deutschland in der zweiten Bundesliga gesetzt? My goal is to take a place in the start 11 and help Dynamo Dresden to achieve their goals. I want to win games and hopefully someday take the step up to Bundesliga as well. Weißt du schon ein bisschen was über das Stadion, die Fans, was hier bei den Spielen abgeht? Now Christian and other players that I know from the zweite Bundesliga has been telling me that the fans here is really good and that they're crazy. It's almost full every game and one of the best arenas to play in the zweite Bundesliga. So I'm very excited to play in front of the fans. Du bist Nationalspieler, Kapitän der U21 von Schweden und Rekord-Union-Nationalspieler. Weißt du, wie viele Spiele du bisher für die Union-Nationalmannschaften von Schweden gemacht hast, Linus? I don't know. I think it's around 65 or 70 plus six senior games. So it's a lot. It's everything from under 15 to the senior team. So it's been a long road. Du hast schon 4 Jahre in Schweden in der ersten Liga gespielt für deine Heimatstadt. Was denkst du, wie kann dir das jetzt helfen, die Erfahrung mit deinem Wechsel nach Deutschland? As I said, I felt that I needed something new and I've been playing over 120 games for Norrköping. So I felt that I needed something new. It's my hometown. I have to move away from the family and friends as well to get a better player and a better person. So I think this step was very important at this point in my career. Du hattest keine Sommerpause, du kommst aus dem vollen Spielbetrieb mit Norrköping. Wie ist dein Fitnesszustand und wie sehr freust du dich auf das Trainingslager mit deinen neuen Mannschaftskollegen? My physical level is good. I've been playing a lot of games since January with a short break this summer, but I had some national teams and then the season in Sweden started again, so my physical level is good and I'm really looking forward to the training camp and to meet all the players and get one to be one in the team. Thank you for the interview and it's nice to have you here, Linus. Danke für das Gespräch.